Menschen, die von einer Leidenschaft gefesselt sind, haben mich von jeher fasziniert. Einer davon ist Otto Neb. Er ist seit vielen Jahrzehnten dabei, die Bebesheimer Streuobstwiesen zu hegen und zu pflegen. Er hat neue Bäume gesetzt, hat diese wieder vom nahen Altrhein mit Wasser bewässert. Also hat sich im Laufe der Jahrzehnte wirklich eine große Mühe gemacht und ist irgendwie auch ein bisschen stolz darauf, dass es sein Anteil ist, dass es da hier so schön aussieht. Und wenn es im Frühling hier blüht, ist man wie in einer Zauberwelt, teilweise geschaffen von Otto. Wir haben den 2. Advent 2016. Otto Neb hat mich hier an der Sommerdamm in Biebesheim mal eingeladen. Er will mir jetzt einfach mal zeigen, was hier alles mit den Bäumen angestellt wird. Das heißt also, es sind jetzt jede Menge Äste ausgesägt worden. Oder erklär mir mal, was da alles passiert ist. Das alte Holz wird rausgeschnitten und das junge bleibt stehen. Und wie viele Bäume habt ihr da, die ihr zurzeit in Behandlung habt? Das sind über 350 Bäume. Über 350? Ja, bis an die Krabbenschließe hin. Eieiei. Und wie war es dieses Jahr mit dem Ertrag? War sehr schlecht. Ja, dafür hat er die Jahre vorher ja... Hatten wir ja gut geerntet. Ja. Dass die Essigfliege, es fehlt kaputt gegangen, runtergefallen, gefault am Baum. Ja. Das war nicht so das Wahre. Ja gut, lass uns mal ein Stückchen weitergehen, dass man mal sieht. Wir fahren mal ein Stück wieder an. Jawohl. Mal da hinein. Bis wo die Eschleie. So, jetzt sind wir hier im Sommerdammgebiet. Und bald in der Nähe von Rudis Ruh. Ja, das dauert noch ein bisschen. Die kriegen wir auch noch. Kriegen wir auch noch. Hä? Das geht so, ja. Die da sind, das sind über 300. Ja. So, gibt es da so eine Schätzung, was der älteste, wie alt der da ist? Oder was kann man da annehmen? Da sind Bäume dabei, die sind über 100 Jahre alt. Die da. Ja. Und die anderen, die Jungen, die habe ich dann alt gesetzt. Ja. Die älteste Apfelbäume da sind die Bohnäppel. Das sind die Bohnäppel. Der rheinische Friedbeier Bohnäppel. Ja. Und wie alt können die werden so? Das ist schlecht zu sagen, wenn sie keine Krankheit kriegen. Ja. Du machst das mit den Bäumen jetzt schon seit, was hast du gesagt? Seit 77. Seit 77, mein lieber Mann. Seit 77. Da habe ich dann schneiden gelernt, war ich in Großumst. Ja, das sehen wir schon da vorne. Siehst du, da ist die Rudi Ruh. Rudi Ruh. Und da sieht man dann auch die Ischdolei. Ne? Ja. Und da haben die Spitzbälle gestanden. Ja. Die sind alle umgemacht, die waren morsch innen. Ja. Da sind dicke Äste runtergefallen. Ja. Es gibt ja Schäbel so, ne? Und ja. Darum muss ich das. Das kommt ja alles weg. Ja. Bis zum Samstag. Ja, der Dieter, der holt das dann mit so einem Greifer und lädt es auf. Der hat den Bulldog vorne die Gabel drauf. Ja. Und dann fährt er da drinnen. Ja. Und durch die von da vorne, wo wir jetzt waren, alle auf die Rollladen, fährt er da her. Ah ja. Und dann wird er die wegmachen. Bis da vorne her, wo wir das Feier machen, weil die alle schon herfahren. Ja. Die den dann den Samstag nicht mehr Leie waschen. Ja. Das muss man jeder sagen, mal da, ne? Was das für Menge sind. Ja. Ja, dass auch was abgeschnitten ist, ne? Ja. Da sind auch ein paar Dicken dabei. Ja. Wie lange habt ihr denn da geschafft? Doch, das ist schon fette da. Schon eine schöne Arbeit. Fette da, tun wir da schon schaffen. Ja. Ist da leider auch. Sieht man da wenigstens. Ja, absolut. Ey.
Also von da ab wird geschnürt. Ja. Und von die Äste gleich da drauf gefahren. Die Äste da, ne, die wo jetzt da nicht so frei. Kommen alles feiern. Du musst halt immer mit dem Bulldog, wenn er kommt, musst du ihn aufnehmen, ne? Ja. Und wenn das Feuer brennt, da kannst du halt mal da hergehen und halt mal, wo wir schneiden, weißt du? Ja, hoffentlich habt ihr ja gut Wetter, nicht das Regen. Das ja, das muss man sehen. Ja. Da hat er ja die Tisch und Bänk steht da in der Nähe, gell? Ja, da. Hey, wenn Wetter ist, nehme ich auch Tisch und Bänk mit, weißt du? Ja. Wenn es regnet oder kalt ist. Nee, das ist dann Blödsinn. Am Feuer kannst du kann man sich auch mal herstellen und was essen. Die Weide haben schon viermal geschnürt. Da waren sie so dick wie die Äste wie jetzt. Ja. Ist da leider schon noch die Äste. Die müssen alle noch zusammengelesen werden. Ja. Aber das ist jetzt. Sag mal, was habt ihr da jetzt markiert? Was bedeutet das? Das bedeutet, vom Staat gibt es Geld. Ja. Fürs Mähen und fürs Schneiden vom Kreisverband aus. Ja. Und die tun ja alles mit dem Satellit. Tun die das ja alles kontrollieren. Ja. Und dann musste man die rote Streifen, die Farbe dort rum machen, dass die das sehen, dass die Bäume geschnitten sind oder gemäht ist. Das sehen die vom Satellit aus? Das sehen vom Satellit aus, ja. Wahnsinn, ja. Ich habe gelacht, wie das dann abgezogen ist. Ich glaube, es geht los. Das ist ja Wahnsinn. Und ich denke, das machst du nicht, aber man muss es machen, sonst sagen die, es gibt kein Geld, weißt du? Ah, ja. Das ist doch jetzt auch hier viel. Hier hängt ja alles noch voll mit Äppel, ja. Ja, die hinten hängen noch Äppel, ja. Das hat der Dings nicht gemacht. Der Sugo. So. So eine Art Eiswahl gibt es nicht bei Äppel, dass no, man die, das gibt's dass man die bei Kälte dann. Ach, das sieht ja irre aus. Ist das gut? So? Ja. Wohl, ich kann ja mal aussteigen, dann da mal so einen kleinen Schlenker machen. Wir können da mal die Dings drauf nehmen, die Krabbeschließer. Ja, natürlich, klar, dass man weiß, wie weit wir da überhaupt im Gelände drin sind. So, der Otto Neb ist jetzt an der sogenannten Krabbeschließ. Das ist ein. Da ist das Wasser wieder zurückgelaufen. Wenn es Hochwasser war, ist das Wasser nur zurückgelaufen. Das heißt, das wird auch zur Regulierung halt benutzt. Das ist dann über den Damm gelaufen. Ja. Konnte nicht mehr zurück. Und da haben wir die Krabbelgrube. Ja. Und die Schließ, das ist das immer wieder zurückgelaufen. Krabbelschließ ist. Ja, das gibt es ja schon ein paar schöne Jahre da, die Krabbeschließ. Ja, das ist nein gemacht. Das war nicht. Ja. Schön, ne? Wie lang denkst du schon die Krabbeschließ? Boah, die ist schon lang. Ich denke so lange, dass das Sommerdamm besteht. Ja. Der Reu, der läuft die immer von hinten her voll. Ja. Das heißt hinten vom Schiffplagger aus. Schiffplagger aus, läuft her. Ja. Wenn es dann da überläuft, ist der Show schon alles voll. Ja. Dass das Wasser nicht so schnell wird, dass das nicht reißt. Ja. Da sind wir jetzt an der Original-Krabbeschließ. Ja. Ihr habt ja auch so einen Vereinsnamen, die Krabbeschließer, gell? Ja. Das ist schon alles, wie wir Buben waren. Ja. Und da konnten wir uns dort unterstellen. Ja. Das war ja so hoch, das Loch. Ja. Das wird an die Gemeinde, hat das Linder gemacht. Ja. Aber das ist so, wenn mit den Blättern aufgefüllt, dass das Loch, das Rohr schon halb zu ist. Ja. Da haben wir ja zu tun gestanden, wenn sie rein dort von mir raus waren, Angel und so. Ja. Hm? Die Krabbe schließt. Hast du immer nur die Krabbe schließen, dann kann er was mehr, wo das ist. Wo es ist, ja. Ja. Wenn ich die Bäume gehen jetzt von der Nadelstraße bis an die Krabbe schließen, bist du her. Also das ist eine Eiergrenze dann. Ja. Der ist schon beachtlich. Und das sind 300
Bäume? 360 Bäume, ja. 360, eieiei. Das sind Quetschebäume, Äpfel und Birne. Ja. Und was ist dein Favorit? Hast du einen bestimmten Baum oder irgendeine Sort, was dir am besten gefällt? Das sind die Boskep. Ja. Das ist schon eine gute Sort. Ja. Und der Landsbeier-Ronette, das sind alte Sorte. Ja. Und der Rheinische Bohnenapfel, der Friedberger Bohnenapfel, das sind gute Äpfel für Saft zu machen, Apfelsaft. Ja. Und der Zabergäu, der so Art Traubapfel. Ja. Das sind alles heute Goldpermähne, Barmonsronette, Harvestronette, Barmonsronette. Alles heute, alle alten Sorten sind noch da. Ja. So. Das sind leider Boskep da. Die habe ich noch gesetzt. Die Boskep hast du noch gesetzt? Ja. Aha. Und das ist der Friedberger Bohnenapfel. Der hat oben so viel Mistel wie da, wie die Bäume. Ja, ja. Und die haben wir alle abgeschnitten oben. Ja. Der war voll mit Mistel. Das heißt, die müssen auf jeden Fall ohne, sonst macht es den Baum kaputt. Da geht der Baum kaputt, ja. Noch vergessen. Und bevor du da so aktiv warst, da hatte, ihr hat mir zudem gesagt, der Himmelschandamm war da. Himmelschandamm, ja. Das war der Leuthäuser. Ja, ich weiß, der war, glaube ich, im Kirchenvorstand und so. Den hat mein Opa gut gekannt. Und Himmelschandamm hieß er, weil er so einen gezwirbelten Bart hat, gell? Ja, und weil er sehr gläubig war. Ja, 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 stimmt, der war sehr gläubig. Ja. Der war immer sonntags in der Kirche. Der war ja bei der Schütze, war der Bus. Da sind ja immer die Äpfel geklaut worden da. Ja. In der schlechten Zeit, klein oben Griech. Ja. Das war die reichste Pfälgerfront rum. Ja. Jeder ist mit dem Wäldl gekommen, mit der Lade und jeder hat losgekauft und ist abgemacht worden. Ach so, du hast ja durch das Los hast du ja dann die Berechtigung gekriegt, den und den Baum dann abzuernten. Den Baum abzumachen und so, das waren drei Bäume. Ja. Und es waren drei verschiedene Sorten. Und jeder Baum hat eine Nummer, drei oder sieben oder was. Ja, ja. Und du hast die abgemacht und hast du da Äpfel. Ja. Wahnsinn. Nein, guck keiner mit noch. Die Gemeinde schneidet auch mit. Ja, ihr seid also die Einzigen noch, die sich um die Bäume da kümmern draußen. Ja, und die Landwirte, die müssen halt da auch gucken, noch den Bäume. Ah ja, für die ist es halt auch klar, wenn die durchfahren wollen, damit die ihr Verdecken nicht ruinieren. Ah na, danke du. Oh, ne? Ja. Und so war rundherum die echt die Hecke gestanden. Ja. Der Schwarze dann und der Weiße dann. Ja. Das ist ja alles weggemacht worden. Ausgesehen. Da mussten die, wo die Bälle umgemacht haben, erst rundherum die Hecke wegschneiden, dann konnten sie die Bälle ummachen. Ja. Und die war innen hohl. Ja. Und dann hat sie echt abgebrochen. Ja. Das ist ein Navotäuser Stick. Ja. Das nur am Altreu ist. Sagen wir, wir sind jetzt am Altreu und die Grenze von euch, die ist jetzt da vorne oder sind die Bäume noch dazu? Gehören die noch dazu jetzt? Die gehören nicht dazu. Ist nur der Sommerdamm. Also ihr seid nur der Sommerdamm. Nur der Sommerdamm. Das hat auf der Wies. Ja. Das hat die Landwirte müssen das machen. Die mähen das und müssen die Bäume in Stand halten. Ach so, das ist dann automatisch wenn du musst du das dann mitpflegen. Die Gemeinde tut keinen Baum mehr schneiden. Mhm. Die Wurzel, wo da drin leid. Ja, es wird ja eines Tages, denke ich, wird das mal austrocknen da. Ah ja. Die hatte doch noch in der 70er hatte die ja noch gebargert, gell? Haben die gebargert noch, ja. Ja. Ich hatte letzte Aufnahme gemacht, vorne an der Spitz, ja. Und da war es total ausgetrocknet. Nur in der Kurve noch so, das, ja. So ein bisschen. Ja, das ist ja beinahe Grundwasser, ne? Ja.
Das ist nämlich das Wasser vom Roy. Ja, das ist schon Wahnsinn. Wenn du das vielleicht schon noch tötest. Als gefangen hast oder? Bruderabe, Bresem, Schneide, Sonde. Ja. Aber die meisten waren Ruderabe und, ja, und Bresen. Einmal Schlei, aber ganz selten. Ja. Siehst du, ich kenne die drüber den Kühlkopf ganz gut, weil ich da als oft schon rübergefahren bin da. Ja, ja. Und da fahre ich dann auch immer mal auf die andere Seite. Und genau an der Stelle gucke ich dann rüber zum Arbeitshäuschen. Ja. Da kann man rüber gucken, ja. Und da hatten die Laure. Laure, so Bilderreise. Ja. So stark waren die, haben die gerade in den Boden gesteckt. Ach so, und dann haben die erstmal. Dann sind die angegangen und dann haben sie sie da hingesetzt. Und, ach so, und dann sind die von dem Bällegärtchen sind sie dann umgesetzt worden. Dann umgesetzt worden. Wie ja. Die Leute da waren. Ja, der Gerhard Horst hat mir mal was erzählt, das wäre so eine ganz besondere Kreuzung da zwischen, ich weiß nicht, was für zwei Baumsorte das wären. Ja, ja, es gibt die schwarze Pappel, das ja. Sind schwarze Pappel, wo auf der Gemeinde gezogen sind. Ja. Das ist die Grenze von der Gemeinde. Also die Bäume, ja. Die schwarze Pappel, das sind die Gemeinde und die anderen, die sind Wasser- und Wirtschaftsamt. Jetzt die da vorne direkt, Wasserwirtschaft. Drei, ja. Ja, ah ja. Rheinische Bohnäppel, die große, sind lauter die, wo 100 Jahre alt sind. Doch mit. Ja. Dort, ne? Ja, ja, ja. Wie viel Bäume sind das dann nochmal so? Ach, das sind auch 40, wenn das auch soll. Ja. Also kann die Gemeinde froh sein, dass du die gepacht hast, damit da, ja, da Pflege noch drin ist. Verstehen Sie alles. Also, ich wollte gar nicht, da Hund ist noch gar kein Baum geschnitten. Also Peschte ist vom Sommerdamm Obst- und Gartenbauverein, ja. und du und der, wer war das noch? Der Karl Wittwein. Karl Wittwein, ihr beide habt das dann übernommen, ja. Als Pflege übernommen. Ja, ja. Aber jetzt so die ganze Helfer und Alter, das ist da diese Krabbeschließer da. Ja. Die Bill, die hätte umgemacht werden sollen. Ja. Und das sind die Naturschützer, so in der Gehe, die muss stehen bleiben. Aha. Die warten also quasi, bis das jemand aufs da, Geweih kriegt. Da her, das bricht alles zusammen. Ach du lieber. Denkst du, wenn da mal ein Bulldog anfährt oder die Wehe ja. Und das fällt so ein Arsch drin. Das ist da oben angeschnitten. Da. Ja, ja, ich sehe. Mama, wenn ich war, wollen wir die Hebe fahren. Ach, mir bitte wild, mir ist egal. Ja, machen wir. Da hat sich die da ein Junge gesetzt, den schneiden wir. Ja. Heute Samstag schneiden wir da eine. Ja, ja. Da kannst du mal suchen wir einen schönen raus. Da, den. Ja. Das ist nur am Feier. Ja. Und da schneiden wir die zwei. Ja, ja. So, das ist ja alles schlecht mit der Essenschmick. Das heißt also nicht nur die Äpfel waren befallen, aber die Zwetschge, alles. Die Quetsche und die Kirsche, alles. Alles. Die Birne, alles war befallen. Ja. Und war das schon öfters mal mit der Mücke? Nein, das ist das erste Mal. Ja. Das ist das erste Mal, wo die Essigfliege da war. Ja, und wo ist die her? Ist die irgendwie reingeschleppt worden? Da, die ist reingeschleppt worden. Im Corner war es, wo sie hergekommen ist. Ja, ja. Und haben noch kein Spritzmittel dagegen, was sie spritzen wollen. Ja, ach du lieber Gott. Da war ein Mann von Geisenheim da, der hat auch gesagt, wir wissen noch nicht, was wir machen sollen. Ja. Dann müssen wir abwarten, ob sie das hier auch wieder kommt, also das nächste Jahr. Ja. Da werden sie vielleicht was erfinden, ich weiß nicht. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.